Willkommen auf meinem Kanal Streampunk, liebe Punks und liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu einem neuen Video, beziehungsweise es sind ja heute ein bisschen kürzere Neuigkeiten, die Kurznews, Blitznews sozusagen. Zunächst mein Hinweis, abonniere meinen Kanal, falls es noch nicht getan hat. Es gibt gute Nachrichten. Es gibt eigentlich nur gute Nachrichten. Gute Querdenker-Nachrichten, möchte ich einmal sagen. Und zwar zuerst. Satellitenbilder zeigen wohl dunkle Schiffe an Nord Stream Lecks. Das ist jetzt auch was ganz Neues, Information von gestern. Nach Explosionen in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 steht der Verdacht der Sabotage im Raum. Satellitenaufnahmen erhärten nun die Annahme. Hier auch wieder so eine Sache, ne? Es gibt natürlich Satellitenaufnahmen. Ich verstehe das nicht, weswegen hier rumgemacht wird, weil Kameras laufen ja sowieso. Okay, wir schauen mal. Kurze Zeit vor dem mutmaßlichen Sabotageakt im September hat ein amerikanisches Satellitenunternehmen offenbar zwei Schiffe mit ausgeschaltetem Peilsender in der Nähe der Pipelines entdeckt. Was könnte es damit auf sich haben? Die US-Zeitschrift Wired veröffentlicht unter Berufung auf Satellitendaten des Unternehmens SpaceNOW einen Bericht über die rätselhaften Schiffe. Demnach fuhren die beiden in Anführungszeichen dunklen Schiffe, die jeweils ca. 95 bis 130 Meter lang waren, in dem näheren Umkreis der Leckstellen. Des Weiteren versuchten die Schiffe offenbar aktiv Standortinformationen zu verschleiern, erklärt der Geschäftsführer von SpaceNOW, dem Magazin. Schiffe verstießen wohl gegen Gesetze. Nach internationalem Seerecht sind große Schiffe verpflichtet, Systeme zu nutzen, welche die Identifikation ermöglicht. Ein eingeschaltetes System sendet den Namen des Schiffes, den Standort und weitere wichtige Informationen. Laut dem Bericht ist es relativ selten, dass Schiffe diese Transponder ausschalten. Eine Verschleierung der Daten sei verdächtig. Illegale Aktivitäten wären möglich. Und hier nochmal Explosion an Nord Stream Pipeline. Ermittlungen ziehen sich. Ja, gut. Das ist klar. Was haben wir eigentlich erwartet? Vom Westen. Im Westen nichts Neues, fällt mir dazu nur ein. Also hier auch hochinteressant, wie ich finde. Es wird alles aufgedeckt am Ende. Am Ende wird es aufgedeckt. Das ist eben so. Ja? Mit diesen Satellitenbildern, wenn die gut sind, die Satelliten selber, dann kannst du so weit ranzoomen, dass sogar die Schiffe am Ende identifizierbar wären durch irgendwelche Militärexperten. Dann hat natürlich ein schrecklicher Anschlag in der Türkei stattgefunden. Da kommen wir jetzt dazu. Das habt ihr mitgekriegt. In Istanbul hat es einen Anschlag mit einigen Toten gegeben. Plötzlich äußert sich, zuerst hieß es, ja, die PKK war es. Plötzlich äußert sich der türkische Innenminister zum Anschlag. Und zwar mit dem Satz, wir haben die Nachricht erhalten. Der türkische Präsident Erdogan spielt ein kompliziertes Spiel, aber stets im Interesse seines Landes. Die USA sind zwar formell Verbündete, faktisch aber Gegner. Wie meist liegen die Gründe dafür in der Ökonomie, also in Wirtschaft. In diesem Zusammenhang wird auch der Anschlag in Istanbul gesehen. Und da wird hier auch beschrieben, dass die Türkei jetzt dem neuen asiatischen Wirtschaftsbündnis beitreten will, Waffen liefern, sie kaufen Gas und Öl in Russland. So, und dann geht's jetzt hier um den Anschlag. Die PKK hat in der Vergangenheit zwar mehrfach zu terroristischen Methoden gegriffen, sich aber in der Regel an Ziele im Sicherheitsapparat gehalten. Allerdings wäre es durchaus vorstellbar, dass die Frau, also die PKK hat eine Frau geschickt, um dort diesen Anschlag in der Istanbuler Innenstadt zu verüben, dass die Frau, also die Attentäterin, nur in dem Glauben gehandelt hat, von der kurdischen Organisation beauftragt worden zu sein. Das heißt also, hier wird also angenommen, okay, die PKK sagt zwar, oder beziehungsweise die Frau sagt zwar, sie kommt von der PKK und wäre also von der kurdischen Organisation beauftragt worden, aber der Preis einer Zusammenarbeit mit den USA ist immer auch, dass deren eigene Agenten allgegenwärtig sind. Warum sollte nicht jemand vortäuschen, im Namen der PKK zu handeln, der es tatsächlich im Auftrag US-amerikanischer Geheimdienste tut. Heftig, wie ich finde, ja? Der türkische Innenminister Süleyman Soylu scheint jedenfalls genau dieser Ansicht zu sein. Der hat auch einen Twitter-Account und der schreibt hier also, das musst du dir einfach vorstellen, der Innenminister ist immer sich,
ne, für die innere Sicherheit zuständig. Und der schreibt hier also, das muss ich dir vorstellen, das finde ich total heftig. Wir wissen, wo der Angriff auf uns geplant wurde. Wir haben die Nachricht, die uns geschickt wurde, erhalten und wir wissen, welcher Art diese Nachricht ist. Wir akzeptieren die Beileidsbekundungen der US-Botschaft nicht. Hätten wir den Angreifer nicht gefasst, er wäre nach Griechenland geflohen. Wow. Wir akzeptieren die Beileidsbekundungen der US-Botschaft nicht. Ja, also hier ein zweiter terroristischer Anschlag, der erste ohne menschliche Opfer auf die Pipeline und jetzt hier. Und es wird vermutet, dass die Geheimdienste der USA dahinter stecken. Das finde ich total, total heftig, wenn ich das mal so eben sagen darf. Es ist einfach nur noch Wahnsinn. CNN Türkei zitierte noch weitere Teile dieser Aussage schriftlich. Schon allein, dass ein türkischer Innenminister es ablehnt, die PKK zu beschuldigen, ist extrem auffällig, selbst wenn das Muster des Anschlages nicht zu ihr passt. Soju berichtete, dass es einen Auftrag seitens der Organisation des Anschlags gegeben habe, die Ausführende zu beseitigen, also die Attentäterin. Türkische Sicherheitsorgane hätten diesen Auftrag mitgehört und dessen Ausführung verhindert. Außerdem sagte er, dass es zurzeit noch einige weitere Einsätze liefen. Genau, hier steht es dann auch, ne, dass die Türkei eine Wendung in Richtung BRICS zu verhindern, also das ist dieses BRICS ist das neue Wirtschaftsforum. Also Wahnsinn. Hier sagt also der türkische Innenminister, wir wissen, wer es war, wir haben alles abgehört, wir haben die Attentäterin gefangen genommen und wir haben eure Nachricht erhalten. Ist das nicht krank? Ist das nicht krank? Und was jetzt aber positiv ist, das ist jetzt die letzte Nachricht von heute in diesem Blitznews, nach Cherson fallen auch einige Sanktionen. Nur Zufall, nichts weiter. Und ich habe also im ersten Moment, als ich diese Überschrift las, habe ich gedacht, ach, es wurde also vorher vereinbart, verlasse Cherson bis zum Ufer des Flusses, bleib auf der Rückseite und wir sind damit zufrieden, weil das natürlich hier auch ein Zeichen ist. Kurz nach dem Rückzug der russischen Armee aus Cherson trafen Nachrichten über die Lockerung antirussischer Wirtschaftssanktionen ein. Da ließ sich die russische Diplomatie den militärisch so oder so unumgänglichen Schritt auch noch versüßen. Und dann gibt's hier einen schönen Artikel auf einem osteuropäischen Nachrichtenportal, welches zensiert wurde. Da will ich jetzt nicht unbedingt weiter reingehen, weil es sehr detailliert ist, aber unterm Strich ist es so, wir haben das gelesen, Russland hat sich zurückgezogen, oh Gott, wie heißt dieser Fluss? Dnipro. Ja, aber auf die östliche Seite. Also sie haben sich zurückgezogen und dieser Fluss bildet sozusagen eine natürliche Grenze und jetzt werden die Russen belohnt. Entweder wurde gesagt, pass mal auf, es würde uns reichen, wenn ihr euch bis dahin zurückzieht und dann können wir auch über Friedensverhandlungen sprechen und der erste Schritt wäre eben Sanktionsnachlass oder der Russe hat es einfach taktisch, militärisch taktisch gemacht, sich zurückgezogen und der Westen hat das sofort genutzt, um dem Russen ein Signal zu geben, das war richtig, das reicht uns schon, so nach dem Motto, weil das natürlich wichtig ist für die Zukunft. Überall in der Presse steht immer, ja, keine Friedensverhandlung, Selenskyj will nicht verhandeln. Putin sagt, ja, Friedensverhandlung gerne, aber Selenskyj will nicht. Der muss natürlich auch den starken Mann markieren. Aber hier unterm Strich scheint es so zu sein, das habe ich schon geahnt, das wird jetzt in Zukunft russisches Gebiet. Der Fluss Dnipro bleibt eine natürliche Grenze und wahrscheinlich wird die Ukraine und der Westen sich damit zufrieden geben und ja den Sack endlich zumachen, wie ich mal so ganz einfach, ganz plump einmal sagen möchte. Ich persönlich finde, das sind positive Nachrichten. Allerdings muss ich sagen, so schlimm wie der Anschlag in Istanbul auch ist, dass der türkische Innenminister weiß, wer es war und das auch in der Presse benennt. Finde ich auch positiv. Ja, da gibt's endlich mal Leute, die sich trauen, anstatt den Amis immer nur hinten reinzukriechen bis zum Anschlag, wie unsere Politik das macht. Insofern immer wieder eine positive Aussicht auch auf negative Nachrichten. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt, ob ihr das genauso positiv seht. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wie immer für euren ganzen Support.
Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, liked mein Video, teilt meine Videos und abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Es ist immer eine Menge für euch zu tun, ne? Und es, ich weiß, es nervt auch mit der Zeit, ne? Aber wenn man Content Creator, YouTuber ist, soll man immer am Anfang darauf hinweisen, dass die Leute dem Kanal folgen und auch einmal am Ende. Das habe ich hiermit getan. Ich finde euch super. Macht gerne weiter so. Ich bin raus für heute. Und wie gesagt, aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft auch nichts Wichtiges verpasst. Denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.